Oh, hallöchen und willkommen zurück, Freunde, bei Planet Crafter. Jetzt habt ihr mich ja tatsächlich in Flagranti erwischt, wie ich schon auf dem Weg zu unserer verlorenen Stadt bin. Da habt ihr ja gerade richtig eingeschaltet. So, und zwar wollte ich jetzt erstmal noch ein bisschen Sauerstoff auftanken. Perfekt. Und nun gehen wir dahin und geben unsere drei Schlüssel ab. So, da oben ist jetzt die Basis. Die haben wir euch gezeigt. Also das Pult, wo die drei Schlüssel dran müssen. Ja, fliegen wir erstmal hier dran vor. Boy. Und hier ist der Pult. Eins, zwei, drei. Oh, Freunde, es öffnet sich. Das letzte große Secret hier auf diesem Planeten in der blauen Lagune ist das letzte Secret versteckt. Jetzt warten wir, bis das halt offen ist. Ich glaube, mehr Gebiete sind hier noch nicht hinzugefügt worden. Ich muss mal die Update-Datei mal durchlesen. Und dann gehen wir mal da hinein. Ich habe auch genug Sauerstoff und genug... Oh, lol. Lol. Okay. Wir haben genug mit. Und herzlich willkommen, Freunde, hier in der grünen Lagune. In der Oase, wo diese alte Zivilisation sich zurückgezogen hatte. Es sieht hier natürlich richtig bombastisch aus. Und da ist sie. Oh, wir haben schon einen Bauernhof im Freien. Sehr schön. Gut. Da ist sie. Die Stadt der Städte. So, als allererstes müssen wir aber erstmal irgendwie hier hochkommen. Denn hier gibt es verstreut Schlüssel. Mal wieder, die wir brauchen, um tatsächlich die letzte Tür zu öffnen. War das jetzt hier? Nee, hier nicht. Okay, gut. Und schaut mal hier, was haben wir denn da? Eine Larve, die ich nicht einsammeln kann. Ah, doch. Okay, wir müssen uns hier auf jeden Fall etwas besser umschauen, denn hier sind ein paar Schmetterlingslarven. Und natürlich müssen wir uns auch umschauen wegen den Schlüsseln. Das Problem ist halt nur... Oh. Okay, kommt. Das, Freunde, wird auf jeden Fall das beste Bild, was wir hier bisher geschossen haben. Und ja, auf der Suche nach den Schlüsseln. Hier haben wir zum Beispiel schon mal einen. Den nehmen wir mit. Und dann schauen wir auch immer schön auf den Boden, ob hier nicht noch irgendwo ein Schmetterling zu finden ist. Denn die geben nämlich ganze 1200%, Freunde. Dann haben wir erstmal gar keine Probleme mehr, was das betrifft mit Insekten. Denn die steigen werden ins Unermessliche steigen. So, jetzt müssen wir uns hier genau umschauen. Ich glaube, es waren 5 Schlüssel, die es zu finden gilt. Oder sogar 6. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh, wir haben auf jeden Fall schon mal 2. Alles halb so schlimm. Man kann sich hier überall genauestens umschauen. In der Stadt der verlorenen Zivilisation. Sauerstoff ist gering, ich weiß es. Ich habe das immer schön im Auge. Ja, ist okay. Ist ja schon gut.
So, und zwar müssen wir hier irgendwie ganz nach oben. Da war nämlich noch ein Schlüssel, wenn mich nicht alles täuscht. Ey, ich weiß es nicht. Ja, hier. Da ist er. Schlüssel Nummer 3. So. Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jetzt mach mich hier nicht schwach. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt gehen wir runter. Denn... Oh, shit, ist das hoch. Da will ich nicht einfach so runterspringen. Auf jeden Fall nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig, schön langsam. Au. Da ging es nämlich auch nochmal hoch. Hier. Ich weiß nicht, ob da auch noch ein Schlüssel war. Ich bin mir nicht sicher. Oder ob das einfach bloß so zum Looky-Looky machen war. War nur zum Looky-Looky machen, alles klar. Gut, auf der anderen Seite ist natürlich auch nochmal ein Schlüssel versteckt. Mehr von diesen Schmetterlingen wäre noch besser. Hier ist noch ein Schlüssel. Hier ging es bloß runter, genau. Hier ging es aber hoch. Eieieiei. Ein wenig langsamer. Ist okay. Wir haben Zeit. Und es geht weiter. Diese Stadt ist echt riesengroß hier. Ah, noch einer. Ja. So viele Schmetterlinge. Ich glaube, hier sind wir komplett falsch. Wir müssen höher. Da ist eine Ranke nach oben. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich glaube... Doch, die müssen wir sogar nehmen. Hopp. So, perfekt. Hier haben wir noch einen. So, jetzt haben wir 5 Stück. 2, 4, 5. Aber ich glaube, es waren tatsächlich 6 Schlüssel, die wir brauchen. Du blöde Maus, halt die Backen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an beim Haupteingang der Basis bzw. der Stadt. Dafür müssen wir ja nur wieder hier runter. Du bist nur eine gemeine Larve, dann will ich dich aber nicht. Die blauen Larven gefallen mir. Oh nein. Oh, das war Glück. Hier ging es auch noch hoch, wie ich hier gerade sehe. Nee. Okay, alles klar. Okidoki. Hopp, hopp. Wir lebten einmal. Das war das Letzte, was man jemals hört. 2. Oh, wir haben alle. 1, 2, 3, 4, 5. Die letzte Tür. Das letzte Secret. Alles öffnet sich. Es ist soweit. Was verbirgt sich wohl hier drin? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Indem wir jetzt einfach nur geradeaus hindurchlaufen. Der Korridor sieht schon sehr schön aus. Goldene Schmetterlinge. Welch ein schöner Anblick. Schade, dass man die goldenen Schmetterlinge nicht mitnehmen kann. Oh mein Gott. Doch! 1500%, Freunde! Halleluja! Wieder einmal befällt uns Erfolg eine Katastrophe. Wenn die Vorhersagen stimmen, wird der Meteor den Planeten in nur wenigen Tagen treffen.
Die Städte, die wir gebaut haben, die Pracht, die wir geschaffen haben, werden fallen. Unsere Künste, Traditionen, Entdeckungen und Leben werden verschwinden. Wieder einmal steht uns die Zerstörung bevor, aber dieses Mal werden wir nicht fliehen, wie wir es vor Generationen getan haben. Was bringt es, davonzulaufen, wenn der Untergang einen so heftig verfolgt? Unser Schicksal akzeptiert, stolz auf das, was wir waren, unsere Werten treu geblieben. Unsere Geschichte wird unter der Asche von Flammen und Staub verschwinden, wie ein Schmetterlingsleben, schön und vergänglich. Es ist Zeit, unser Ende zu finden. Und somit sind die alle tot. Passiert. Kommt vor. Alle sind tot. Was soll's? So, wir haben einen goldenen Schmetterling gefunden. Leider nur einen. Es ist wirklich ein schönes Biodom hier, oder was auch immer das ist. Dass das überhaupt noch geblieben ist, trotz dem Meteoriteneinschlag. Ist das wirklich, wirklich Wahnsinn. Aber, wenn man mal ehrlich ist, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Davon machen wir noch ein Bild, weil wir werden wahrscheinlich gar nicht erstmal wiederkommen. Hier waren ja gleich zwei goldene Kisten. Wir verlassen somit die Oase und das letzte Leben. Aber ist euch mal was aufgefallen? Diese Zivilisation ist zwar untergegangen, ja. Hier sind überall Ruinen. Kein Holz. Ja? Durch den Meteorit geht das ganze Holz kaputt. Wer hat die Gerüste gebaut? Ist das etwa das nächste große Geheimnis, das wir lüften müssen? Wer die Gerüste gebaut hat? Vor uns scheint ja wohl schon mal jemand hier gewesen zu sein. Ansonsten könnte ich mir das jetzt nicht erklären, wie da alles gebaut worden sein soll. Wir haben jetzt einen großen Vorteil. Wir haben vier Schmetterlinge gefunden, die uns an Insekten auf jeden Fall richtig, richtig hochpushen werden. Die werden wir auch gleich in unsere Schmetterlingskuppeln einpflanzen. Vier Stück, das heißt, die, die am geringsten sind, die holen wir raus und packen die, die am größten sind, rein. Wie wir unten links auch mittlerweile sehen, unser Sauerstoffverlust liegt nur noch bei minus 1,4 pro Sekunde, was natürlich nicht viel ist. Sollte, also der Terraforming-Index wird ja noch viel, viel höher steigen und dann wird der Sauerstoffgehalt irgendwann mal so sein, dass wir gar keinen Sauerstoff mehr verlieren werden, sondern wirklich konstant Sauerstoff haben. Das bedeutet wiederum, dass auf diesem Planeten Leben komplett möglich sein wird. Deshalb dann auch die Amphibien und die Schmetterlinge. Okay, Amphibien und Schmetterlinge, die brauchen nicht so viel. Ich sollte mich mal beeilen. Glück, 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 Glück. Um meinen Sauerstoffvorrat wieder aufzustocken. So. Deshalb kommen die Amphibien. Ich bin schon gespannt, was nach den Amphibien kommt. Ich hoffe doch mal, dass da dann sowas kommt wie mal echte Tiere, so richtige Tiere, also okay, Amphibien sind ja Tiere, ich meine jetzt so Rehe oder sowas ähnliches halt, keine Ahnung. Oder vielleicht fangen wir mit Dinosauriern an, wer weiß das ja schon, ne? So, wir haben ziemlich viel an Zeug mitgenommen. Chips ohne Ende, mal gucken, ob wir die entziffern können. Nein, es ist gar nichts mehr zum in den Schlüsseln. Da, das ist ja wirklich allerliebst. Dann packen wir die einfach mal weg. So, dann haben wir das weg und das weg. Die Samen, die packen wir jetzt auch gleich oben rein. Iridium kann weg und das Uran muss auch weg. Dann haben wir hier noch Aluminium. Und diese
blöden goldenen Skulpturen, die wir später in unserem Wohnabteil bauen können. Wir haben sogar Mutagen gefunden, was natürlich sehr, sehr gut ist. Die Samen, genau. Müssen wir leider hier reinpacken, weil wir haben absolut null Platz. Es wird langsam echt knapp. So, wir haben sogar 5 von diesen Schmetterlingen, was natürlich noch besser ist. Dann gehen wir mal in unsere Schmetterlingskuppeln. Hallöchen! So, 230% und 120%. Raus, rein. Perfekt. Dann schauen wir gleich mal, wie das aussieht. Zack, zack. Und der nächste. Zack, 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 zack. Die sehen aber echt toll aus, muss man mal sagen. Aber als allererstes, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall die großen Wo ist denn? Energie. Insekten. 264 Gramm. Das ist echt viel. So, ich frage mich aber jetzt. Okay, wir haben hier einmal. Zweimal, dreimal. Ach so, ja, okay. Stimmt. Es stimmt alles. Hier haben wir sogar die goldenen. Das sieht so richtig geil aus. Boah. Jetzt schauen wir uns mal kurz etwas weiter unten um. Die Insekten packen wir mal hier rein. Ach nee, hier sind nur die Larven. Die Insekten haben wir hier daneben. So. Und dann schauen wir uns mal um. Was sagt denn unser Terraforming-Index? Insekten. 1481 Gramm die Sekunde. Das ist echt viel. Vor allem die Biomasse, die steigt jetzt richtig gut an. So, die Insekten sind schon fertig. Jetzt sind wir bei 7% bei Atmosphäre. Wenn wir das erreicht haben, die Atmosphäre, geht kein Sauerstoff mehr verloren. Das, was ich gerade eben noch erwähnt hatte. So, Biomasse steigt ziemlich schnell an, aber nicht so schnell, dass da irgendwie was weitergeht. Die Pflanzen steigen natürlich gut an, da wir hier noch ein paar Bäumchen gepflanzt haben. So. Jetzt haben wir hier, die machen Pflanzen und Insekten. So ein Bauernhof im Freien. So, für einen Bauernhof im Freien brauchen wir natürlich Bienenlarven. Und davon gleich 2. So. Das ist aber natürlich richtig gut, denn haben wir die Bauernhöfe im Freien, brauchen wir die hier nicht mehr. Vor allem machen die Bauernhöfe auch noch Insekten, was natürlich richtig gut ist. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir Bienenlarven. Dafür müssen wir jetzt natürlich Bienenlarven erforschen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ging das nur mit seltenen Larven. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Achso, einmal Wasser muss ich eh trinken. Nee, hier nicht. Da. Oh, das sind 250% sogar. Schmetterlingslarve, Schmetterlingslarve. Bienenlarve. Nee, ungewöhnliche Larven brauchen wir dafür. Ungewöhnliche Larven und Mutagen. Für Mutagen brauchten wir jetzt natürlich Bakterien, Methan und auch 1, 2, 3. Machen wir 3 Stück. 1, 2, 3.
1, 2, 3. So, machen wir dreimal. Mutter. Mensch, ich bin zu schnell. 1, 2, 3. Die zwei nehmen wir auch noch raus. Was brauchte ich noch? Ich glaube Dünger, ne? Ja, normalen Dünger. 1, 2, 3, 4, 5. Und ungewöhnliche Larven. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir brauchen die Bienenlarven. Auf jeden Fall. Wir müssen so viel wie möglich von diesen Dingern da draußen anpflanzen. So, von jedem zwei am besten. Das Gute ist, bei einem kommen schon 5 Sachen raus. Das bedeutet, wenn wir jetzt zweimal für Auberginen machen, kommen da direkt 10 Auberginen. Machen wir zweimal Pilze, 10 Pilze, zweimal Bohnen, 2 und dann so. Und auch die Kürbisse können wir dann auch endlich mal anpflanzen. Und dann haben wir genug von jedem, von jeder Ressource zusammen. Und ja, Nahrung wird dann erstmal nicht mehr vergehen. Und für den Dünger Tier 2 braucht man nämlich auch Kürbis, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich, glaube ich, noch so richtig in Erinnerung. So, nochmal ein bisschen nehmen. Und dann sollten wir auch mal kurz nach draußen, denn was wir wirklich selten machen, ist irgendwie unseren Honig abbauen. Und wir brauchen Honig. So. Pflanzen. 350 Gramm. Wow, ist okay. So. Wir brauchen den Honig. Ich weiß zwar nicht mehr wofür. Ich glaube für die großen Lebensmittelpaket. Aber auf jeden Fall brauchen wir Honig. So, wir haben hier einmal Bienen. Ist das geil. So. Dafür brauchen wir aber auch Eisen, denn die Plattformen, die werde ich außen bauen. Aber auf so Plattformen drauf. Das sieht besser aus. Vor allem sieht das dann nach einer Ebene aus. Unsere Farm wollte ich da vorne so hinbauen. Da baue ich die Farm hin. Hier die Seite, die brauchen wir für die Bohrer. Hier die Seite braucht man noch für die Heizungen und für die Kernreaktoren eventuell hin und wieder mal. Aber das hat noch Zeit. Also wir haben noch auf jeden Fall jetzt, da wir das alles herstellen können, noch mehr Arbeit. So, da haben wir aber hier auch eine Nachricht von Riley. Ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das du geschickt wurdest. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, dir einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Du solltest Weltraumnahrung in deiner Kapsel und vielleicht im Weltraumwracks finden. Du kannst selbst eine Nahrungsmittel anbauen, wenn du die richtigen Voraussetzungen erfüllst. Versuch also, einige Gemüsesamen zu finden. Erkundung und Verbesserungen sind von wesentlicher Bedeutung. Erforsche und verbessere deine Ausrüstung, um deine Überlebenschancen zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Und wieder der Riley. Mir ist es gelungen, weitere Informationen zu ergattern. Ich habe gelesen, dass man mehr Erfolgschancen hat, wenn man seine Basis in der Höhe baut. Aber ich bin mir im Moment nicht sicher, warum. Wenn man es schafft, den Planeten ausreichend zu erwärmen, sollten einige Höhlen zugänglich werden, wenn das Eis schmilzt. Eine letzte Sache noch. Sie können... Ende der Kommunikation. Die Nachricht wurde abgefangen. Verwende Extraktoren in verschiedenen Bereichen, um bestimmte Materialien zu extrahieren. Und Raketen sind wirklich wichtig und helfen, ihre Generation von anzukurbeln. Verschlüsselt. Ich habe einen tiefen Scan des Planeten durchgeführt und irgendwas stimmt nicht. Ich erhalte seltsame geologische Signaturen und inkohärente topografische Daten in der Nähe ihres Standortes. Versuchen Sie, an diesen Ort zu gelangen. Blablabla. Das war für die Relikte. Verwenden Sie die untere linke Ecke Ihrer Benutzeroberfläche, um sich zurechtzufinden. Sträfling.
An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich bin ein Planet Crafter, der auf den... Tja. Nach Monaten harter Arbeit habe ich es endlich geschafft, den Weg zu Sentinel-Freischaltprozess zu finden und die Weltraumhandelsrakete auf ihrem System freizuschalten. Normalerweise können Terraformer dies nicht verwenden, aber es sollte dir helfen. Die Überlebenschancen erhöhen sich erheblich, wenn sie aktiviert werden, aber Sentinel lässt es für Planet Crafter fast nie zu. Ich kann nicht sagen, ob du noch am Leben bist oder nicht, wenn wir uns nur eines Tages wiedersehen könnten. Unsere Sensoren haben festgestellt, dass die Bedingungen auf ihrem Planeten die Erscheinung wilder Larven an der Oberfläche zulassen sollten. Verwende diese Larven in Inkubatoren und... endemische Bienen- und Schmetterlingsarten zu züchten. Diese Arten werden benötigt, um deine Mission zu erfüllen und die Geschwindigkeit deines Terraforming-Prozesses zu erhöhen. Du wirst genau beobachtet. Wir möchten dir daran erinnern, dass sie das Kommunikationsgerät nicht verwenden sollten, um mit jemandem anderen als Sentinel Corp Kontakt aufzunehmen. Puh. So, jetzt haben wir das auch mal alles gelesen. Perfekt. Und holen uns unsere nächsten Bienen. Zack. Und die nächsten werden erforscht. So, jetzt können wir schon einmal bauen. Dafür brauchen wir auch Wasser, Dünger 2 und Dünger. Zack, zack, zack. Dann zeige ich euch, was ich gemeint habe. Dafür brauchen wir aber, wie gesagt, auch noch Eisen. Das Eisen sollten wir uns auf jeden Fall noch irgendwie besorgen. Aber kein Problem, wir haben ja da hinten unsere Bohrer. Die werden mit Sicherheit etwas Eisen mit sich rumtragen. So, Eisen. Nur 2, mehr nicht. Ja, das sieht schon etwas besser aus. So. Jetzt zeige ich euch, wie das dann aussieht. So. Unsere Farm bauen wir hier hin. Genau so dazwischen rein. Dafür müssen wir erstmal wieder ein Gerüst haben. Das Grundgerüst. So. Das kann weg. Dann bauen wir noch ein. Und natürlich, wir bauen direkt 4 Stück, scheißegal. Um da erstmal drauf zu kommen, können wir ja fliegen. So. Die sind nämlich ziemlich groß. Das auf jeden Fall, die nehmen ein so ein ganzes Feld ein. Perfekt hingesetzt. So, hier sind die Bienen drin. Das ist das Bewässerungssystem. Wir müssen da noch Samen einpflanzen. Und zwar nehmen wir dafür... hier laufen Insekten bei mir drin rum. Das ist ja ekelhaft. Dafür nehmen wir auf jeden Fall erstmal unsere Böhnchen. Damit wir immer ausreichend Nahrung erstmal haben. So. Alles klärchen. Wenn wir die jetzt einpflanzen, kommen auch die Bienen raus. Zack. Zack. Insekten 8 Gramm. Pflanzen 95 Gramm dazu. Hier haben wir jetzt die Insekten, die Bienen. Die sind hier am Boden. Und Wachstum schon 4%. Das heißt, die wachsen ziemlich gut, die Bohnen. Da sind immer 5 Bohnen. Wie gesagt. Und die machen natürlich so einiges wett. Okay, jetzt gehen wir noch was trinken. Und dann sind wir leider auch schon wieder am Ende der Folge angekommen, Freunde. Wir haben aber einiges geschafft wieder. Das ist sehr gut. Ich verabschiede mich dann erstmal an dieser Stelle. Und...
Wenn euch... Ah nein! Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich, dann lasst mir gern ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, um immer wieder die neuesten Folgen zu sehen. Und natürlich gebt dem Video ein Däumchen nach oben, um mich weiterhin zu unterstützen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Ben Kalypse. Tschüss.